Und wir machen direkt weiter mit dir, lieber Björn Werner. Gehüpft, du bist geflucht. Kommst du immer wieder zu meinen Spielen? Bist immer eingeladen. Wenn du mich einlädst, komme ich sehr, sehr gerne. VIP in mein Zelt dahin. Das ist nur ein Zelt, aber egal. Du drehst gerade ein bisschen durch, ne? Ich habe das Spiel richtig mitgenommen. Das war so ein wichtiger Sieg. Das war so ein wichtiger Sieg. Egal welches Level ich gespielt habe, das war so verdammt wichtig. Und wenn ihr da draußen denkt, das war kein spannendes Spiel, Alter, habt ihr echt keine Ahnung. Wie das oft, ist ein Herzinfarkt-Spiel. Wie oft hast du das Spiel gewonnen oder auch verloren geglaubt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Dann Overtime. Dann wir verkicken mit unserem der beste Kicker der Liga verschießt das Field Goal. Er hat schon 56 Yard Field Goal. Verschießt das Field Goal und wir so. Nein. Dann kommt die Defense und stepped up. Ey, das war so big time. Das, wenn du so jede Woche gewinnen könntest, wäre geil. Einfach nur für die Emotion. Was sagt das über den Spirit im Team? Mega. Aus? Guck dir die an. Ey. Waren Tränen in den Augen überall bei den Coach, Erleichterung. So wichtiger Sieg, wir haben das vorhin erklärt, wie wichtig dieser Divisionssieg ist. In einem Zeitpunkt war der Momentum, wie wir auch gestartet haben, war schlecht von Offense. Dann war Momentum-Switch irgendwo im vierten Quarter. Und Polen hat gekämpft. Aber wir haben dann zum Schluss auch gekämpft. Und beide Teams hätten dieses Spiel gewinnen können. Gehen wir nochmal zurück, kurz vor Ende des vierten Quarters. Als die Two-Point-Conversion dafür gesorgt hat, dass es überhaupt in die Overtime gegangen ist. Warum wurde der beste Receiver der Panther nicht gedoppelt? Pass auf. Es ist immer so einfach, das zu sagen. Der beste Receiver wird auch die ganze Zeit rumbewegt. Wenn er die ganze Zeit rumbewegt wird, auf einmal ist der dritte Receiver. Es ist schwer, jemanden als Slot die ganze Zeit zu doppeln. Vor allem, wenn du so ein Riese bist. Das ist ein verdammt guter Spieler, der Stanley Nummer 2. Und der hat Big Plays gemacht für sein Team. Glaub mir, es sieht immer so einfach aus. Du bist völlig außer Atem. Aber eine Frage musst du uns noch beantworten. Eigentlich ist sie schon beantwortet. Für dich schon immer. Wo stehst du demnächst? Oder sitzt du? Sitzt hier, du auf der Tribüne oder bist du an der Seitenlinie? Ich bin an der Seitenlinie, obwohl es mir nicht gut geht nach dem Spiel. Aber ich bin an der Seitenlinie, ab sofort, für immer. Also Robin Wilczek, der Receiver, hat sich's gewünscht. Johnny Schmuck, der Coach, hat sich's auch gewünscht. Robin, was für ein Spiel, ne? Er war verletzt, angeschlagen, zum Schluss war er raus. Aber was er heute performt hat gegen die Nummer 1, Darius Robinson, einer der besten Cornerbacks in dieser Liga. Unfassbar. Ein junger deutscher Receiver hat es heute geschafft, den Nummer 1 Defensive Back oder einer der Top 2 Defensive Back in dieser Liga sozusagen einen langen Tag zu geben. Und die waren wichtig, diese Touchdowns. 24 Stunden, hat er gesagt. Hat das Team jetzt Zeit, vielleicht auch mal was anderes außer Football zu machen? Auf jeden Fall. Du kennst dich ganz gut aus in Berlin. Führst du die Jungs heute ein bisschen rum? Ich gehe nach Hause. Meiner Frau geht es nicht so gut. Deswegen fahre ich gleich nach Hause zu meinem Sohn und meiner Frau. Dann gute Besserung an dieser Stelle. Björn, es hat riesen Spaß gemacht in Berlin. Danke, du bist immer eingeladen. Ja, komm mit. Dankeschön, Björn.